welche riesengroße Bedeutung Wasser für unsere Gesundheit, für unser Leben hat, für unsere Natur und für unsere Umwelt und was in diesem Zusammenhang für Märchen und für Legenden erzählt werden in den unterschiedlichen Bereichen des Trinkwassers, das wir jeden Tag zu uns nehmen, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich, freue mich, dass ich bei dir sein kann, Erich Meidert. Du hast dich seit vielen Jahren mit dem Thema Wasser befasst. Bevor wir uns hier mit dem einen oder anderen Experiment, wir werden gleich sehen, dass Wasser leuchten kann, befassen. Wie kamst du zum Thema Wasser? Wie war das biografisch, dass du so ein Mr. Water wurdest? Also bis 1996 war ich ein ganz toller Hecht. Da war ich Bauträger, Immobilienmogul, habe auch siebenstelliges Geld verdient, ja. War Vizepräsident in der Bundesliga und ganz toll. Aber die Wahrheit war, im inneren Herzen wollte ich was tun, was wirklich Sinn macht in diesem Leben. Und dass mir einfach die Sinnfrage hat sich gestellt, ja. Genau zum 40. in der Serengeti war ich da gesessen. So, und da bin ich 1997 schon auf heilige Quellen gestoßen. Wir haben hier in der Nähe in Frauenbründel eine Quelle, da pilgern die Leute bis heute hin. Das hat mich fasziniert. Dann habe ich meine Kinder genötigt, wir mussten da Wasser holen. Und so bin ich zum Thema Wasser gekommen seit 1997, seit 2004 mehr oder weniger hauptberuflich damit beschäftigt. Und das kam in der Serengeti, ich meine in einer Gegend, wo dann... Zu meinem 40. Geburtstag. Da war ich da ganz alleine. Und ohne Wasser? Gemerkt, wahrscheinlich. Mit Wein. Mit Wein. Ausgezeichnet. Da hat sich die Sinnfrage irgendwann gestellt und da wusste ich, das geht alles zu Ende. Du hast, bevor wir jetzt in die Versuche steigen, gerade von Heilwassern gesprochen. Ja. Wir haben jetzt hier auf dem Tisch, du hast mir das vorhin gezeigt und angesprochen, ein Heilwasser, jetzt musst du dem Zuschauer noch mal sagen, wie alt ist dieses Wasser? Also das habe ich von Menschen bekommen, die sind über 80 Jahre, 85 Jahre, die haben vor 70 Jahren ein Lourdeswasser gekauft. Und dieses Lourdeswasser habe ich dann aufgeschraubt und du kannst es auch riechen. Ja. Wenn ich auf Mineralwasserflaschen immer lese, haltbar 2 bis 3 Tage verbrauchen und nach 70 Jahren ist das immer noch dieses Wasser überhaupt nicht. Dann gibt es die Frage, warum baden die Leute im Ganges? Was ist da los und warum pilgern die nach Lourdes? Und es gibt 46 wissenschaftlich anerkannte Wunderheilungen in Lourdes. Das sind so Fragen und je mehr man sich mit dem Wasser beschäftigt, umso mehr Fragen kommen. Also es kommen keine Antworten, die Fragen werden immer mehr. Du hast dich also dann, also quasi das Leben umgestülpt und hast das Thema Wasser in den Fokus. Es wurde auch umgestülpt, ja. Es wurde, wie auch immer. Ein Schicksal, eine Chance. Genau. Und seitdem ist das Thema Wasser für dich die große Leidenschaft, aber auch die große Profession, beides. Also es geht jetzt nicht nur darum, so ein Hobby, sondern das werden wir nachher sehen, wie wir bestimmte Dinge dann auch richtig machen können, also auch falsch machen können. Aber lass uns beginnen mit dem Thema, wie Wasser getestet werden kann, welche Möglichkeiten es da gibt und was man daraus findet. Ja. Du hast da schon, wie das heißt, schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, klar. Was kannst du uns zeigen? Also was mich halt wirklich nervt, ist, wenn ich immer zu den Leuten komme und die sagen, ja, man hört und es heißt ja. Und das Interessante ist, eine Labortechnikerin, die hat mir vor 7 Jahren erzählt, also Erich, ich muss alles messen können und alles, was gemessen ist, das zählt für mich. Letzte Woche kommt sie zu mir und sagt, ja, aber das, was wirklich drin ist, das messen wir ja gar nicht. Die Arbeit beim Umweltlabor und das ist ja gar nicht so. Und ich sage aber, für einen Laien ist es heute gar nicht schwer, Trinkwasserqualität festzustellen. Okay. Es beginnt einfach zunächst mit einem ganz normalen Messgerät, das nennt man TDS-Messgerät, Total Dissolved Stuffs, also im Ganzen gelöste Stoffe. Da sehe ich, wie viele Fremdstoffe sind drinnen. In dem Wasser. Und diese Kalibrierung, da misst man die ppm, die Parts per Million, also im Wasser gelöste Teile. Ja. Gut oder schlecht, ist jetzt völlig mal dahingestellt. Und wenn man sieht, der Gesetzgeber hatte bis 1980 einen Grenzwert von 140 ppm. ausgerufen bis 1980. Das heißt, für den Laien nochmal, 140 Parts per Million. Per Million. Das kann man vergleichen, ganz einfach, wenn du ein Schnäpschen trinkst am Tag, macht es nichts, aber 10 wären nicht so gut. Das ist eine Frage der Grenzwerte. Ja, alles klar.
Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Wasser messe, das sind hier dreimal die Null, ja, dann haben wir jetzt heute früh vom Kamerateam ein Leitungswasser bekommen und dann sieht man hier. 346, 300, oh, das geht noch rauf. So. 353. 350 zum ersten, ja, zum zweiten. Und dann haben wir hier mal gefiltertes Wasser. 30. Also Faktor 10. Gefiltert, remineralisiert, genau, das ist jetzt nicht so Osmosewasser im herkömmlichen Sinn, aber das ist auch eine Möglichkeit, einfach Wasser zu messen. Dann gibt es eine weitere einfache Möglichkeit. Das heißt also, du hast hier in diesem 350 Teile per Million, genau, was Pro immer Liter, das ist. Was aber immer das ist. Es ist genau irgendwas drin auf das jeden Fall. Es ist irgendwas drin. Ja. Tatsache ist, dass das Wasser dürfte man heute nicht trinken. Das dürfte man theoretisch, aber wir haben ja einen Gesetzgeber. So, und jetzt habe ich, die Lösung ist natürlich auch ganz einfach, man hat die Grenzwerte verzehnfacht. Ja, vielleicht sollte man das einfach ganz kurz, weil das eine schöne Grafik hier ist, dass deutlich wird, dass man einfach hergegangen ist. Das ist so der Verbraucherschutz aller EU. Angepasst. Angepasst. Angepasst ist das Wort. Herrlich. Immer den Notwendigkeiten angepasst. Not und wendig, notwendig. Ja, es ist aber unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes eigentlich, werden die Leute auf den Arm genommen. Ja. Schlicht und ergreifend. Also man macht es einfach, geht einfach nach für oben. Mich, für mich war entscheidend eine Studie von Professor Vasseau. 1930 bis 1950 hat man in Frankreich festgestellt, dass in gewissen Gebieten Frankreichs die Leute sehr gesund waren, sehr alt wurden, während sie in anderen Gebieten, sagen wir, auf Bayerisch gestorben sind, wie die Fliegen. Ja, also da war die Kosten für die Sozialkasse sehr hoch. Und dann hatte die Universität Paris den Auftrag bekommen, nachzuforschen. Und nach 24 Jahren hat der Professor Vasseau festgestellt, es liegt eindeutig am Trinkwasser. Und er hat Parameter aufgestellt für reines Wasser. Parameter, die vor allem hießen, die Reinheit des Wassers, ist ja logisch, wenn es sauber ist, ist es besser. Dann den Widerstand, Wasser ist ja auch, hat ja eine enorme Kraft. Und dann sowas wie den pH-Wert, in dem Fall den RH-Wert, der ein bisschen schwerer zu ermitteln sind. Aber diese drei Parameter. Und Mineralien spielen die eine Rolle? Und er hat den unmittelbaren Zusammenhang festgestellt zwischen Leitungswasser und Sterblichkeitsqualität. Aha. Die Mineralien, auf die ist er auch massiv eingegangen und die haben natürlich mit dem gesunden Wasser nicht das Geringste zu tun. Die Mineralien sind eine Erfindung. Schlichtweg gesagt, auf der Flucht vor der eigenen Verunreinigung hat der Mensch begonnen, tiefe Löcher zu bohren und da ist er auf Mineralwasser gestoßen. Wasser, das mineralisiert ist. Wenn du Wasser aus einer artesischen Quelle zapfst, jetzt zum Beispiel das Plosewasser, ist ja sehr bekannt, dann hat es natürlich ganz andere Mineralisierungswerte. Da kommen wir aber vielleicht noch später drauf. Okay. Aber und der Zusammenhang dann in dieser Studie? Wasserqualität und Sterblichkeitsrate. Hängt wirklich unmittelbar linear zusammen. Es geht auch da um Themen, die man gar nicht in den Mund nehmen darf, aber definitiv um Krebs, Herz-Kreislauf, Magen-Darm-Erkrankungen, diese ganzen Sachen, die heute Zivilisationskrankheiten genannt werden. Richtig. Und ein Thema, was dann in der öffentlichen Diskussion eigentlich nicht so richtig Eingang gefunden hat. Denn dann man müsste ja, wenn dieser unmittelbare Zusammenhang so deutlich ist, und das ist ja keine neue Erkenntnis, müsste man auf das Thema Wasser ja, anstatt damit zu reagieren, dass man die Dinge anpasst, müsste man ja einen ganz anderen Fokus legen auf die Wasserqualität. Ja, müsste, aber das hätte natürlich solche Umwälzungen, das hat solche dramatischen Folgen. Und ich komme ja auf diese Themen nur. Ich beschäftige mich sehr mit diesen, sehr viel mit Literatur, mit Nobelpreisträgern. Wofür bekommen die ihre Nobelpreisträger? Das Thema Aquaporine, Zellverfügbarkeit von Stoffen. Charles Mayo, der Erfinder der Herz-Lungen-Maschine des Cortisons, der Computertomographie, stellt zum Beispiel fest, hartes Wasser ist mit das Schlimmste, was den Menschen so passieren kann. Und dafür gibt es wieder ein Messgerät bei den Fischen. Das Messgerät ist ganz einfach. Das sind solche Teststreifen, die man in der Aquaristik einsetzt. Und ich sage es oft ganz einfach, der Fisch, der stirbt und der Mensch, der geht zum Doktor. Und dann sieht man also hier schon auf den allerersten Blick sofort einen Riesenunterschied. Sofort einen Riesenunterschied, wo du siehst, okay, hier hast du... Das ist jetzt wieder das... Hartes Wasser. Das harte Wasser. Und das ist weiches Wasser. Und das war das mit dem ganz vielen ppm. Genau, richtig. Und da hast du hartes Wasser, das ist weiches Wasser. Hier hast du einen sehr hohen pH-Wert und hier hast du es eher im leicht sauren Bereich. Und Carbon hast du hier wahrscheinlich? Carbonhärte, ja. Einfach extrem hartes Wasser. Ja. Das ist mal der Schnelldurchgang. Dann gibt es natürlich kleinere, nochmal eine Verfeinerung, wo ich auch Nitrat messen kann. Mhm. Nitrat ist ja im Zusammenhang mit Nitrit. Im Magen kann es die Nitrosamine verursachen und damit
ist es auch krebserregend. Und bei uns gerade in meinem Gebiet, mein Vater und alle sind da Magenkrebs gestorben. Das war nicht ganz lustig. Und darum beschäftige ich mich mit den Dingen schon seriös, weil es ist eine ernste Geschichte. Und da stellst du jetzt was fest? Da stelle ich jetzt fest, ob Nitrat drinnen ist. Und das können wir schon mal sehen? Das kommt gleich in einer gleich, Minute. Kommt gleich. Aber was man dazwischen gut sehen aber kann. Aber lass noch einen Satz, weil das Stichwort ist ja, Nitrat ist ja dann auch letztendlich ein Problem, was aus der Landwirtschaft kommt. Ja. Ja. Also was, aber was nur wir, eines. Man schimpft immer auf die Bauern und auf die böse Landwirtschaft. Aber es ist nur ein kleiner Teil, weil wir sprechen da nicht über Medikamentenrückstände, über Hormone. Das, was wir an Pillen so zu uns nehmen, also die Landwirte sind eigentlich die Prügelknaben und das stimmt nicht ganz. Es ist ein Teil vom ganzen System. Trotzdem sollte man den Baustein, den wie man so schön sagt, moderne, industrialisierte Landwirtschaft doch zu beiträgt, auch nicht unter den Tisch fegen. Absolut. Wir haben 1850 Justus von Liebig hat den Dünger erfunden und seitdem wird er gedüngt. Vor allem in den 70er, 80er Jahren war das ja das Allheilmittel. Wir haben auch das Thema Uran, das letztes Jahr vom Norddeutschen Rundfunk groß aufgegriffen wurde und wo halt bis heute alles schweigt. Uran im Trinkwasser, ein Abbauprodukt von Phosphat. Und ja, jetzt, wenn du das Uran natürlich raustun musst, dann hätte eine kleine Kommune Sondermülltransporte nach Castor vielleicht. Ja. Also es geht halt einfach nicht. Also drum, was nicht da ist, das gibt es nicht. Gut, nur die Wissenschaft oder vor allen Dingen die Politik reagiert mit Augen zu und Grenzwerterhöhung. Und schon ist das Thema, was eben noch krank war, ein Jahr vorher, durch die Veränderung, ein Jahr später, alles Bestes. Richtig. Fukushima haben sie es genauso gemacht. Genauso. Einfach die Belastung der Radioaktivität der Menschen, Quatsch, schon ist die höher, alles gut, jetzt mal wieder gesund. Und letztes Jahr wurde ja auch der pH-Wert des Trinkwassers angepasst. Der pH-Wert ist mittlerweile 9,5 zulässig. Wenn man aber weiß, dass der Magen, die Magensäure bei 1,2 bis 2 liegt und ich trinke dann Wasser mit einem pH-Wert von 9,5, dann ist natürlich die Magensäure auf. Sehr gefordert, milde gesagt, wenn es ein Fisch ist, dann kann der den halt einfach nicht mehr verstoffwechseln und dann kommt halt das nächste Thema. Ja, aber dafür gibt es ja dann die Medizin. Jetzt hat man ganz jetzt sieht man hier zum Beispiel das Nitrat. Ja. Definitiv, wir haben hier einen Wert von ungefähr 25 Milligramm. Mhm. Der Grenzwert war auch hier mal bei 10 Milligramm und jetzt ist er mittlerweile bei 50. Halt angepasst. Wir kennen das Thema ja von der Privatisierung her. Ja. Der Versuch ist ja jetzt Gott sei Dank gescheitert. Er wird aber weitergehen. Mhm. Interessant ist, ich bin auch jedes Jahr in Afrika und messe da immer die Wasserqualitäten. Und in Afrika wird ja, ich habe sogar Wasser aus Afrika dabei. Das wird eigentlich alles gefiltert und in Plastikflaschen abgefüllt. Und damit ist es natürlich schon ein Milliardengeschäft geworden. Und der Konsum von Mineralwasser war 1970 10 Liter pro Jahr. Heute sind wir bei 140 Liter pro Jahr und bei 3,3 Milliarden Umsatz von der Mineralwasserindustrie, die eigentlich nur ein Loch bohren und Wasser rauszapfen. Und das dann Mineralwasser. Und das will ich auch nur sagen, es gibt bis heute weltweit keine einzige Studie, und das ist die Aussage gekommen von der WHO, die jemals den Wert von Mineralien im Wasser nachgewiesen hätte. Nicht eine einzige Studie. Ich habe gestern eine Werbung gesehen mit den Haarwuchsmitteln, wo da heißt, da ist irgendwie Koffein drin. Ja, ja, das ist wissenschaftlich bewiesen. Vom Mineralwasser hast du das noch niemals gehört, dass es einen gesundheitlichen Effekt hat, außer die reine Kraft der Alpen und spritzig, witzig und irgend sowas. Also Mineral im Wasser ist für dich nach deiner Erkenntnis reine PR? Ja, man kann das ja nachlesen. Es ist keine Erkenntnis, es ist Literatur. Okay. Es ist zum Beispiel, wenn ich weiß, was habe ich im Tagesbedarf für Kalium, der liegt zwischen 1500 und 2000 Milligramm. Ich gehe in den Supermarkt und schaue mir die Etiketten an. Dann finde ich mal Kalium 0,6 Milligramm, 1 Milligramm. Auf der anderen Seite weiß ich aber, also da brauche ich 1000 Liter. Dann ist die nächste Frage, wie kann ich es verstoffwechseln? Das liegt bei maximal 35% von der Professor Hersecker von der Uni Paderborn, maximal in der Regel 5-10%. Das andere sind natürlich Grenzwerte wie zum Beispiel Sulfat. Da hat die Trinkwasserverordnung einen Grenzwert von 240 Milligramm. Und wenn ich gerade, kommt jemand aus dem Allgäu, habe ich so eine schöne Quelle gefunden, da ist angegeben auf dem Etikett 2200 Milligramm Sulfat. Also das Zehnfache vom Grenzwert vom Gesetzgeber. Mhm. Aber man muss natürlich wissen, dass Mineralwasser und Leitungswasser rein rechtlich ein großer Unterschied ist. Das heißt, dass du beim Leitungswasser
eine sehr viel höhere Messlatte hast ja. als beim Mineralwasser. Ja. Und wie geht das? Also ich meine, Profit ist das eine, aber wie geht denn das dann mit Gesundheit und Verbraucherschutz noch zusammen, wenn ich beim Mineralwasser Dinge verkaufen darf, die beim Leitungswasser längst verboten wären? Ja, wir sind ja Verbraucher. Also wie das geht, das ist ein Gesetz. Es gibt die Mineralwasserverordnung, die testet 16 Stoffe. Ja. 16 Stoffe, ich kann 2000 nachweisen. Die Trinkwasserverordnung testet 55 Stoffe, testet intensiver. Blöd ist halt nur, wenn man in einer Kommune wohnt, wie bei uns neulich in der Gegend. Da hat halt am Mittwoch irgendein ein Fuchs in der Nähe der Anlage, hat er sich halt ein bisschen seine Notdurft gelassen. Mhm. Dann kam die Warnung vom Wasserwirtschaftsamt, stoppt sofort das Trinkwasser. Aber der Beamte war aber gerade in Ferien und dann war die ganze Kommune, durfte das Wasser nicht trinken, gab es große gesundheitliche Probleme. Als ich aber dann eine Informationsveranstaltung machen wollte und den ganzen Saal gebucht haben, da ist kein Mensch gekommen, weil es heißt ja und man sagt, einmal im Monat liest du, unser Wasser ist gut. Und da muss man schon wissen, die Leute gehen immer mehr zum Mineralwasser. Warum? Weil das Leitungswasser natürlich einfach intuitiv abgelehnt wird. Intuitiv. Und das kann man halt messen. Ja, okay, dann lass uns mal, Wasser leuchtet, genau. Hat man ja schon Wasser mal gesagt. Leuchtet. Also je mehr Fremdstoffe, umso höher die Leitfähigkeit. Und diese elektrische Leitfähigkeit, die kann ich halt so ganz gut messen, das ist die elektrische Leitfähigkeit. Ja. Also je mehr Salze und gute Mineralien oder Stoffe, die ich nicht kenne, drin sind, umso mehr leitet es. Man muss nur wissen, vom Himmel regnet es Aqua Destillata. Destilliertes Wasser. Vom Himmel kommt reines Wasser, wenn du einen Schnee nimmst oder das Wasser jetzt, wenn es regnen würde, würden wir es auffangen. Das ist halt reines Wasser, das leitet nicht, es ist halt nur Wasser und wir sind Wasserwesen. Wir reden jetzt nicht von irgendeiner Ernährung, sondern vom wichtigsten Lebensmittel. Also das ist ein weiterer Test und die grundsätzlich gibt es ja drei Arten von Verunreinigungen laut WHO. Große Liste. Ja. Nummer eins, feste Stoffe, Rost, Sand, Kalk, die ich sehen kann, wie in diesen Rohren. Die zweite Geschichte sind halt gelöste Stoffe, wie ich es hier gesehen habe, wie Salze oder sowas. Aber das dritte, was noch viel schlimmer ist, sind diese ganzen Keime, Bakterien und Viren, die drinnen sind, wo es auch unheimlich viele Fernsehsendungen drüber gibt, vor allem wenn die Grippewelle wieder kommt. Ja, ja. Das hängt auch mit Wasser zusammen. Welche Rolle spielt bei dem Thema das, was wir hier so an Medikamenten und Dingen zu uns nehmen und dann wieder ausscheiden und was ja dann auch irgendwie wieder in den Wasserkreislauf reinkommt? Das spielt eine große Rolle, weil die Homöopathie ja auch wirksam ist, wie wir mittlerweile wissen. Also schulmedizinisch ist ja immer noch nicht anerkannt, aber die Homöopathie, wenn ich das zu Ende denke, ist es eine Katastrophe. Ja. Und darum gehen die Leute ja intuitiv, trinken sie zu wenig Wasser. Und ich komme auf das Ganze nur, weil ich unglaubliche Feedbacks habe, was es wirkt, wenn man gutes, reines Wasser trinkt. Ja. Die Medikamentenrückstände, Pestizide, auch da hat der Gesetzgeber die Messlatte von 63 Parameter auf 18 reduziert, weil sonst gäbe es ein Problem. Aber es ist nicht lösbar. Also wir haben wirklich hier in dem Bereich als roten Faden eine Struktur, dass der Gesetzgeber entweder die Messwerte, die für dich und mich eben noch ungesund waren, raufsetzt oder er testet es erst gleich gar nicht. Dann geht er ganz auf Nummer sicher. Da geht man auf Nummer sicher. Ja, dann ist er, also, wenn ich nichts teste, ist nichts da, also passt schon alles. Ja, und das spielt schon der Industrie in die, die Hände, dass du einfach immer mehr Mineralwasser traust. Ja, ich stelle das, wie gesagt, in Afrika fest. Also in Amerika haben 40% der Haushalte Wasserfilter. Bei uns kommt es ja auch immer mehr. Das ist ja eigentlich das Business der Zukunft. Aber es ist natürlich ein hochprofitables Geschäft. Ja, das muss man sehen. Ja. Jetzt hast du alle, noch für alle Beteiligten, nicht nur für die Wasserindustrie, weil die Konsequenzen von schlechtem Wasser sind verheerend. Ja, und sind insofern, das ist ein wichtiger Punkt, werden wir nachher, wenn es darum geht, die medizinische Bedeutung, die Konsequenzen sind natürlich, je schlechter das Wasser, desto besser geht es der Pharmaindustrie. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Also ich soll ja nicht immer widersprechen. Ja, okay. Das stimmt. Also wir können noch schön testen. Lass uns da gerade noch ein bisschen was testen. Du hast noch Butter mit dabei. Genau. Also die Bedeutung. Jetzt kommen wir eigentlich zur Bedeutung von reinem Wasser. Ich mache mal einen Buttertest. Ich habe hier so Wasser. Weil Wasser ist ja ein Magnet.
Gell? Wasser ist, nimmst du zum Putzen, die Waschmaschine, Spülmaschine, Auto, alles wird mit Wasser gewaschen. Jetzt nehme ich da einfach mal so ein Leitungswasser und dann versuche ich das wegzuwischen. Und das geht nicht. Gell? Ich versuche das richtig hart wegzutun. Jetzt nehme ich ein sauberes Wasser, weil Wasser ist ein Magnet. Und je sauberer Wasser, umso mehr Fremdstoffe kannst du aufnehmen. Ganz einfach. Mhm. So, dann nehme ich das da und du siehst. Und fängt zu quietschen an. Der Teller ist sauber an der Stelle. Teller ist sauber. Ja. Ja. Hört man, gell? Ja, absolut. Also Wasser ist ein Putzmittel. Ja. Jetzt kommt aber noch eins dazu, wenn wir gleich ein bisschen ein Gag machen wollen. Ja. Wenn ich Wasser aber belebe, und damit sind wir wieder bei Lourdeswasser, bei diesen Wässern aus dem Ganges oder die sogenannten heiligen Wässer, wenn ich das jetzt nur mal belebe, so habe ich hier so einen Energetisierungsstab, mache dasselbe und tue es dann auch wieder rein und gehe ganz auf was Neues drauf, also ganz eine neue Stelle, gell? Ja, ja. Nicht die alte. Und dann habe ich sofort auch. Also reicht diese kurze... Der Belebungsinformation. Ja, weil Wasser ist leitet und hat diese Leitfähigkeit, sieht man im Strom. Wasser ist ein Wunder, hat 53 Anomalien und ist also unerforscht. Also wer glaubt, dass er vom Wasser was weiß, der weiß nur, also ich weiß, die Rätsel werden größer, aber es ist die Faszination natürlich auch. Aber sagen wir, da sieht man das Thema Wasserbelebung schon mal, wo ich wieder auf Lourdes komme. Warum riecht das Wasser nach 70 Jahren nicht, obwohl es geöffnet ist? Könnte man das theoretisch sogar noch trinken? Ja, in meinen Augen schon. Ja. Also ich würde mir da, hätte da kein Problem, weil es stinkt ja nicht. Und bei den ganzen Mineralwasserflaschen steht drauf, vor Sonne, lichtgekühlt, dunkel, trocken, keine Umgebungs... Ja. Und schnell, irgendwann ist und die schnell Haltbarkeit trinken, vorbei. Noch zwei, drei Tage. Und da habe ich 70 Jahre offen und passiert nichts. Also das ist so eine wunderbare Geschichte, das zu sehen und zu erleben. Darum gehen die Leute auch zu den Quellen, weil das Wasser zwar nicht gut ist, aber von der Frequenz her, von der Energie, ist es natürlich sehr gut. Und Wasser hebt ja die Gesetze der Schwerkraft auf. Also jetzt mache ich da mal 7 Tropfen rein von so einer Seifenlauge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir werden im Laufe unseres Gesprächs sehen, man sieht ja hier schon, es ist wie wenn nichts passiert wäre. Warum? Auf der rechten Seite, da flockt es direkt aus. Warum? Aus. Weil Wasser ist ein Magnet. Und du siehst hier, das sind die Wassermoleküle plus minus. Mhm. Es ist einfach ein Magnet. Es zieht an und je sauberer Wasser, umso höher kann es wiederum die Bindung nehmen. Und darum, wenn ich sage, die Gesetze der Schwerkraft, das Wasser wird sich jetzt gleichmäßig aufteilen, weil es halt überall diese Saugkräfte hat, während das einfach mehr oder weniger durch diese 350 gelösten Teile eine gesättigte Lösung ist. Also wenn du schon 5 Wurstchen gegessen hast, aber das ist hungrig. Und das nimmt halt alles auf. Ja, ja. Und das ist das Faszination von Trinkwasser, weil wir sind Wasserwesen. Wir haben 90% Wasser allein im Gehirn. Das heißt, du hast hier auf der Tabelle ja unterschiedliche Anteile. Das Gehirn ist am höchsten, aber auch selbst das Herz mit 75% ist ja... Und das Blut mit 83% mindestens. Das Blut Plasma. Ja. Und das ist einfach dramatisch. Darum sollte man über Wasser einfach viel mehr wissen. Das ist das wichtigste Lebensmittel. Wir reden vom Leben. Ja. Und da ist halt Wasser der Schlüssel zu allem. Und man sieht es hier. Hier ist es mehr oder weniger, es wird sich noch schön verteilen. Und darum reden wir hier vom guten Wasser. Und Wasser hat auch gewisse Eigenschaften hier. Das ist einfach der geografische Winkel von 104 Grad. Und das ist der perfekte Wasserwinkel im Sinne der, was weiß ich, Physik oder so. Ja, okay. Wir sind jetzt schon voll eingestiegen in den was gut ist, in den medizinischen Bereich. Wenn du bei dem Thema Wasser und der Bedeutung für den Organismus bist, die Quantität ist eigentlich schon... Also die Menge des Anteils von Wasser im Organismus ist schon Aussage genug. Ganz wichtig. Aber es geht ja auch um den Transport, es geht ja auch um die, wie ich das aufnehme. Also darum sage ich, die Gesetze der Schwerkraft hebt es auf, weil ich sehe hier die Schwerkraft der Wirken, weil es gesättigt ist, während es hier halt das gleichmäßig macht, aufnimmt. Und was für mich entscheidend waren wieder die Schriften von diesem Dr. Bakmangelic, der iranische Arzt, der im Krankenhaus, also in der Todeszelle, beim Schah von Persien, als er gestürzt wurde, war der auch in der Todeszelle und da hat er 3000 Leute nur mit Wassertrinken geheilt.
Und er wurde dann begnadigt und ist nach Amerika geflohen später und hat gesagt, bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde, er hat das größte Geheimnis der Gesundheit entdeckt. Und er hat Forschungen gemacht, er hat es auch wissenschaftlich nachgewiesen und er hat verlautbaren lassen, es ist Wasser trinken. Das hat niemand interessiert, weil du kannst natürlich kein Geschäft machen, wenn du nur Wasser trinkst. Und er hat dann erst, nachdem er abgeschmettet ist, hat er begonnen zu publizieren. Und interessant ist schon eines, wenn ich heute bei Wikipedia Dr. Farudin Bakmangelic google, der wird auch noch verleugnet. Was nicht zu verleugnen ist, sind seine ganzen Bücher, Veröffentlichungen und Publikationen. Und diese Literatur habe ich mal halt durchgelesen und komme jetzt über 10 Jahre, wo ich mich wirklich mit dem guten Wasser beschäftige, zu diesen Aussagen. Und das, was ich sage, das ist alles hier zum Beispiel, das ist einfach schulmedizinischer Standard. Das ist das System der Grundregulation von Professor Pischinger. Es geht ums Bindegewebe, weil 98% sämtlicher Stoffwechsel finden übers wässrige Milieu statt, also übers Bindegewebe. Es wird niemals direkt von der Blutbahn zur Zelle die Versorgung erfolgen. Es muss immer durch das Bindegewebe durch. Von den Lymphen geht es immer erst, von der Zelle zu den Lymphen geht es immer durchs Bindegewebe. Und letztendlich habe ich die Blutversorgung, die Zellen, die Lymphe und die Nerven. Und dieses Geflecht interagiert miteinander. Und je älter ich werde, umso mehr sammeln sich diese Ablagerungen an. Und man kann dann mehr oder weniger sagen... Das ist auch eine schöne Grafik, wie man... Der Körper wird so eine Achtmüllhalde. Der Körper wird zur Mülldeponie. Das kleine Kind wird geboren mit 95% Wasseranteil. Wenn der Mensch von dieser Erde geht, hat er noch knapp über 50% Wasseranteil. Also man kann schon sagen, das Wasser, er verdurstet mehr oder weniger, wie eine Weintraube, er hat diese Wassermängel. Und also auch, würdest du auch den Zusammenhang zwischen Wassermangel und Altern, nicht nur Krankheit, sondern das Altern mit all den Auswirkungen? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin heute mit meinen zarten, bald 58 Jahren besser beieinander wie vor 20 Jahren, weil ich viel Wasser trinke und natürlich auch gutes Wasser. Aber da ist sicher ein Zusammenhang, die Leute trinken einfach zu wenig, viel zu wenig. Und der ganze Stoffwechsel funktioniert halt nur übers Wasser. Und da sprechen wir über das Zweite. Also Nummer eins haben wir hier diese Vermüllung. Ja. Einfach, das sammelt sich im Bindegewebe ab, weil wo soll es hin? Das Zweite ist aber die Zelle, die Zellversorgung. Weil wir bestehen ja aus 70 Billionen Zellen. Und jede Zelle für sich ist ein eigenes Lebewesen. Das ist wie eine eigene Stadt, die hat Versorgung, Entsorgung. Man nennt es Ribosomen, Golgi-Apparat, endoplasmatisches Retikulum, die Mitochondrien. Also da geht es zu wie in einer Stadt. Versorgung, Entsorgung. Und jetzt ist halt das Thema, wenn ich jetzt das System der Grundregulation habe, die Zellversorgung, die Zellkommunikation, dann hängt es eben davon ab, dass das Wasser in die Zelle kann, die Zellversorgung und die Zellentsorgung funktioniert und das Zweite, dass das Bindegewebe frei wird. Das merkt man halt, Bindegewebe, wenn man älter wird, sagt man, ja, es zieht halt überall, Kalkschultern und so und, so, und die Ablagerungen, Gicht und Arthritis und diese Dinge. Und das andere ist halt, dass man sagt, ja gut, der reagiert halt nicht mehr so. Und weißt du, früher sind die alten Leute geehrt worden als Weise, als Dorfweise, aber heute sagt man, ja gut, der Alte, der ist im Kopf her unbeweglich, im Körper unbeweglich. Er ist richtig Gips verbetoniert und das ist schade, weil ich finde das schon ein Drama. Die alten Leute haben schon was, hätten uns viel zu sagen, aber irgendwie hängt das schon ein bisschen zusammen. Und hier haben wir 90% Wasser im Gehirn. Also da ist schon da ist natürlich dann die Auswirkung, wenn das, was du als Versorgung bekommst, schlecht ist oder im Zweifelsfalle sogar noch krankheitsmäßig die Dinge verschlimmert, bist du ja an der Stellschraube, die schlimmer im Organismus gar nicht sein kann. Ja, richtig. Und es geht halt darum, letztendlich ist nur eine Geschichte interessant, nämlich, dass ich das Wasser so mache, dass es zellverfügbar ist, dass ich diese Wassercluster so klein bekomme, dass es in die Zelle geht und das reines Wasser hat eine hohe Bindungsfähigkeit. Und je sauberer es ist, umso mehr, da habe ich zum Beispiel Nervenzelle, umso reiner, je weniger es schon in der Hand hat, das Wasser, und umso mehr Energie es hat, umso mehr kann es mir zum Beispiel diese Ablagerungen lösen. Und das ist das, was ich auf 7 Jahre immer wieder höre von meinen Leuten, wo ich sage, ja, da kommen die daher, da erzählen die Märchen, wo ich sage, das gibt's ja nicht. Also zum Beispiel der Arzt, jetzt neulich vor 2 Wochen aus Erding, Dr. Hinz, kommt zu mir und sagt, ich habe nach 45 Jahren,
Ich filtere seit 18 Jahren mein Wasser, aber innerhalb von 4 Wochen ist mein Blutdruck auf Normalwert und 50% weniger Medikamente. Und er sagt, das dürfen Sie ruhig verbreiten. Und da habe ich halt viele, viele unglaubliche... Aufgrund eines Wechsels im Filtersystem, ja, oder? Der hat einfach... Ja. Gut, es gibt ja, ja viele und ich habe da schon ein bisschen was mir überlegt, wie es ist. Ich kann ja alles messen. Welche Wasserqualität hat unberührte Natur, wo das Wasser aus artesischen Quellen aus eigener Kraft wieder nach oben kommt, wo ich keine menschlichen Einflüsse habe? Das habe ich oft noch in Neuseeland oder irgendwo im Hochgebirge, da kriege ich das her. Oder ab und zu im Odenwald oder es gibt schon noch ein paar, im Bayerischen Wald machen wir auch noch. Super, aber letztendlich sind 95% der Wässer schon problematisch. Zellverfügbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Bei der Zellverfügbarkeit oder andersrum, bei Wasser, was das nicht leistet, was tut das im Organismus? Wenn ich jetzt Wasser trinke, was nicht in der optimalen Form zellverfügbar ist, wie man es eigentlich sein sollte, was ja tut das im Körper? Für den Körper ist es eine Katastrophe, weil man kann ja, wenn ich die Zelle wieder hernehme und ich sehe, also zunächst will ja der Körper, ist ja im Unterschied zum Auto, ist ja ein Wunder. Der Körper gleicht immer aus. Und er gleicht zum Beispiel aus bis zum 40. Lebensjahr, geht das ja relativ problemlos. Aber die Zelle selber leidet natürlich. Otto von Warburg hat 1930 schon den Nobelpreis bekommen für seine Warburg-Hypothese über die mitochondriale Atmungskette. Da geht es um das Thema Krebs. Also die Warburg-Hypothese, Artikel vom Spiegel 2009, die ist bis heute noch nicht widerlegt. Ja. Und der Nobelpreis 2003 wurde an Peter Agree verliehen für das Thema Aquaporine, Zellverfügbarkeit von Stoffen. Und da muss man normalerweise einsetzen und sagen, welches Wasser ist zellverfügbar? Da komme ich wieder zurück auf den Professor Vasson, der sagt, du brauchst mindestens 6000 Ohm Widerstand. Der ohmschen Widerstand kann ich sehr leicht messen mit einem elektrischen Messgerät. Ja. Ich habe beim Leitungswasser einen ohmschen Widerstand von 1500 Ohm in etwa. Und ich habe einen Widerstand von einem reinen Wasser von 10, 15, 20 bis zu 60.000 Ohm. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich ein Thema habe mit Rückenschmerzen. Die Bandscheibe durch die Bandscheiben, genau, hat 85% Wasseranteil. Und wenn ich einen Widerstand habe bei 85% Wasseranteil von 1500 Ohm, ist es natürlich anders wie 20.000 Ohm. Man kennt es vom Auto, vom Stoßdämpfer her. Wenn ich so einen Stoßdämpfer habe oder ich habe den Stoßdämpfer, dann ist es ein Unterschied. Und ich spüre das natürlich, hier läuft ja genau der Nervenkanal entlang. Und ich habe mein Leben lang immer alle 2 Monate Hexenschuss gehabt, immer Rückenschmerzen. Und plötzlich trinkst du ein hochohmiges Wasser mit einem hohen Widerstand. Und dann hast du die Nervenentlastung natürlich, sehr zum Leidwesen von einigen Schmierchen und von anderen Dingen. Und was haben wir letztes Jahr gehabt? 190.000 Bandscheiben-OPs. Und das sind Dinge, die sind physikalisch messbar. Es ist keine Esoterik, gar nichts. Naja, ist schon klar. Ich kann das kann ich sauber messen. Das ist eine sehr preiswerte Lösung. Die Feedbacks sind da, vor allem von Handwerkern. Sehr viele Zimmerer kommen. Du hast bei diesem Thema, was du hier ansprichst, ist das Frühverrentungsthema Nummer 1 in diesem Land. Also die ganze Rücken- und Skelettproblematik. Und wenn man da wüsste, statt die Leute in Rente zu schicken, einfach nur ordentliches Wasser trinken zu lassen, das wäre eine sehr viel preiswertere und schmerzfreiere. Und die Leute verknöchern ja auch, wenn ich zum Beispiel das Thema habe mit die Verknöcherung hier zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz beliebtes Thema, dass ich irgendwann die Knie tun weh und die Gelenke tun weh. Ich habe im Knorpel, glaube ich, 70% Wasseranteil. Und der Körper, um zu überleben, muss der pH-Wert immer stimmen. Du hast einen pH-Wert von 7,356 und wenn du den auf 7,2 hast, dann stirbst du bereits. Also der Körper gleicht aus, der ist ein Wunderwerk. Wenn du schlecht beieinander bist, wenn du heute krank bist, dann sagst du, bitte lass mir meine Ruhe, ich kann heute nicht filmen, weil der Körper heilt sich selber, aber der braucht die ganze Energie. Und so holt er und erzieht er. Und im Laufe eines Lebens durch diesen Wassermangel kommt halt, zieht er halt überall raus. Ich brauche im Moment in der Kniescheibe nicht unbedingt das Wasser so, also ich brauche es für einen Ausgleich. Oder ich hole es mir aus dem Magen-Darm-Bereich, da ist es aber bereits toxisch. Man muss immer sagen, es geht nur mehr ums Überleben. Ja. Wenn du schlecht beieinander bist, sag, lass mich mal in Ruhe, weil der Körper heilt sich selber. Der Körper ist ein Wunderwerk mit 70 Billionen Zellen, die interagieren. In einer Minute entstehen 625.000 neue Zellen. Also wenn wir jetzt reden, haben wir
schon 10 Millionen neue Zellen. Riesenjob gemacht. Genau. Drum großer Respekt und Demut vor Mutter Natur. Hier haben wir das Thema. Ja, wollte ich, genau. Wie wir es gerade gesehen haben, hartes Wasser. Ja. Einfach hartes Wasser, weil es heißt ja immer, ja, unser Wasser ist so gut, es ist halt nur sehr hart. Aber was bedeutet hartes Wasser? Charles Mayo. Die Mayo-Kliniken kommen ja von ihm. Der sagt halt, hartes Wasser ist die geheime Ursache für viele Ablagerungen und für viele Erkrankungen. Ich fasse es jetzt ganz jetzt vorsichtig, nur wenn ich hier mir die Arterie sehe. Und wir regen uns immer auf über unser Leitungswasser. Ja, also, vielleicht. Und wir haben aber 115.000 Kilometer Leitungen im Körper. Im Körper. Wir sind ein Warmwasserwesen. Und ich habe hier, bekomme immer wieder zugespielt von meinen Klienten, solche Wasserrohre. Dann heißt es, ja, das ist ja eigentlich nur Kalk. So, aber was ist jetzt eigentlich der Kalk? Und was, was ist das jetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, was ist das wirklich? Ja, das ist wirklich ein Rätsel. Man spricht, man kann asseln, man kann ja alles. Es gibt ja Erkenntnisse und Studien jetzt, was alles im Wasser so drin ist. Wir sind ja in einer Region, die für sich in Anspruch nimmt, hier also im Raum München, ein extrem gutes Wasser zu haben. Dazu fahre man im Sommer an den Sylvensteinsee. Man fahre dahin, wo das Wasser kommt und dann messe das Wasser und dann schaut man, was hier aus der Leitung rauskommt. Ich habe hier eine Leitung aus der Stadt München, 20 Jahre alt, von einem öffentlich-rechtlichen Institut. Und da sehe ich genau hier, was da im Wasser ist. Und da siehst du eigentlich, da guckt man überhaupt nicht mehr durch. Nee, und das hat sie auch abgedreht und ist erst 20 Jahre alt. Und das sind halt diese Ablagerungen. Das ist nur alles. Also wenn man sich das jetzt so anschaut, ist das eigentlich wenig lecker, um es mal so zu sagen. Das Wasser steht ja auch im Gesetzesblatt drin. Wasser, das länger als 4 Stunden steht, solltest du nicht trinken. Ja. Und das Schöne ist ja die Trinkwasserverordnung. Wenn ich, also ich habe hier zum Beispiel Wasser und dann habe ich hier das Wasser. Das schaut dann schon ein bisschen anders aus. Wenn man das so, ja. Also so vorher, dann ist das nachher. Oder was auch ganz schön ist, das ist auch wieder vorher. Da siehst du das vorher. Ja. Und dann siehst du das nachher. Ja, wo das vorher auch schon schlimm ist, ne? Ja, klar. Aber es kommt alles jetzt aus München und ich kriege halt laufend was zugespielt. Manchmal habe ich es verliehen, darum habe ich nicht mehr ganz so viel. Das kommt dann immer nicht zurück. Aber das ist halt das Mysterium, was ich halt sehe, was ich feststellen kann, ist, dass wenn ich einen Wasserfilter einbaue, so schaut er vorher aus, also wir nehmen nicht die, aber so ist er vom Prinzip Aufbau, und das habe ich nach einem Jahr. Und definitiv. Da ist das jetzt, das sieht erstmal aus wie Rost, aber es ist auch noch mehr wahrscheinlich. Ja, es gibt ja diese dreierlei. Ja. Rost, Sand, und das sind halt die groben Stoffe, die werden herausgefiltert. Ja. Aber you never know, du weißt nicht, was drin ist. Das steht fest, das ist Tatsache. Aber unterschiedlich, wenn ich einen Altbau habe, habe ich es manchmal grün. Also die Färbungen, es geht bis zu grau, und das ist ja nur das Grobe, es ist ja nur die Stufe 1. Darum ist Wasserfilter nicht ganz so einfach, dass man sagt, ich nehme einen Filter und ich spreche nur ein Wort und alles ist gesund. Das geht nicht ganz so. Ja. Man darf nicht vergessen, dass wir auch das Hauptthema sind, natürlich Keime, Bakterien. Wenn du heute Trinkwasser testest, dann kommt der Tester zu dir, macht einmal den Perlator runter, weil da natürlich sehr viele Keime, Bakterien sind. Dann wird das Wasser abgeflammt. Und dann wird das Wasser so lange laufen gelassen, bis du einfach konstant kalte Temperatur hast. Nur wer macht das? Wer putzt nicht in der Früh noch 30 Sekunden laufen vom Wasser? Tut es dir ja schon leid, oh, die Wasserverschwendung. Und dann geht es halt los. Das sind so Dinge, wo ich sage, da ist auch das Gesetz ein bisschen anders als die Lebensrealität. Wenn das Stichwort Verschwendung ist ja so ein Thema, was auch immer wieder diskutiert wird. Wir tun uns wahrscheinlich ja nicht einmal einen Gefallen, wenn wir nicht Wasser durch die Rohre jagen, sondern das extrem zurücksparen. Ja, Wasser haben wir ja genug bei uns. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel die Wasserqualität ist drastisch schlechter geworden die letzten 2 Monate, seit es geregnet hat. Mhm. Seit diesem starken Regen messe ich auch in München und Umgebung mindestens 10-20% mehr Fremdstoffe im Wasser. Interessant ist, mir hat der Brauer vor 2 Wochen erzählt, du pass auf, wenn ich mein Bier braue, dann wäre ich immer angerufen von den Wasserwerken, wann wir die Hydranten spülen. Ganz interessante Variante, weil da, wenn die Hydranten gespült werden, kann der ist sein ganzes Bier kaputt.
Und er hat erst gesagt, ich ziehe weg von dieser Kommune und seitdem wird gemeldet, wann die Hydrantenspülung ist. Also das ist bei uns noch völlig unbekannt. Was natürlich der Normalverbraucher nie erfährt. Ist ein netter Tipp für den Brauer. Und es gibt dann auch ein ordentliches Bier. Der Normalverbraucher ärgert sich nur, wenn man da vorne den Tee sieht zum Beispiel. Der rechte ist ein Tee mit dem Leitungswasser und der linke ist ein Tee mit dem gefilterten Wasser. Da sieht er Unterschiede, aber er trinkt halt nicht mehr so gern den schwarzen Tee, weil halt der Rand und das alles unangenehm ist. Und dabei sind es Fremdstoffe. Das mit dem Regen, das musst du nochmal erläutern. Warum hat Regen eine solche Auswirkung, obwohl wir ja vorhin gesagt haben, dass an sich Regen selber ein ganz sauberes Wasser ist, was da zum Beispiel kommt. Jetzt bleiben wir da im Sylvensteinsee in München. Ich war da letztes Jahr im Sommer dort und da sehe ich so 10.000 Leute, die da campen. Ich finde keine Toilette, gar nichts. Und jetzt hat der Sylvensteinsee die Stadt München gerettet vor der Überschwemmung, weil es natürlich ein riesen Auffangbecken ist. Bloß was da jetzt auch, da brauchst du nur am Wochenende hinfahren, schauen, was da sich tut. Und dann ist das alles dort, läuft bis nach München durch die ganzen Rohre durch. Dann ist es nicht nur energetisch tot, sondern auch etwas mehr belastet. Und das kann ich wieder mit so einem ganz einfachen Messgerät feststellen. Dass ich sage, okay, wie viele Fremdstoffe sind drin? Am Sylvensteinsee habe ich zum Beispiel 130, in München kommen zwischen 250 und 300 an. Ja. Und wobei 130 schon nicht ganz ohne ist, aber so ist es halt. Du hast vorhin... Sehen wir hier wieder ein bisschen. Ja. Schon darauf hingewiesen, dass das Ganze im Bereich Bandscheiben eine gesundheitliche Auswirkung hat, dass auch beim harten Wasser in den entsprechenden Gefäßen. Also es gibt sehr viel Literatur. Ja. Auf der Homepage werde ich das veröffentlichen. Ich habe ganz viele Literatur. Es gibt hochkomplexe. Marco Bischoff ist eigentlich der Beste, den ich da kenne, aber auch Trincher und Vasson und wie sie heißen, die haben die Publikationen gemacht und da habe ich schon mal so eine Art Geheimreport verfasst im Internet, wo das draufsteht und wo ich halt sage, okay, gibt es einen Zusammenhang mit Bluthochdruck? Was ist bei Infarkten? Was passiert da? Und ich laufe mir die Bilder ja auch im Internet, ich kaufe die und da sehe ich halt immer einen Zusammenhang mit diesen Erkrankungen, wo ich sage, ja gut, wenn die Leitung halt zu ist und wir haben 115.000 Kilometer Leitungen im Körper, Warmwasserleitung. Ja. Und das ist halt die Geschichte mit Wassermangel. Stichwort Gehirn. Ja. Wir haben vorhin in der Folie gesehen, dass der Anteil beim Gehirn am allergrößten 90%. Ist. Kurz vorher noch habe ich das Magen-Darm-Thema, weil der Körper halt immer holt, er gleicht aus. Ja. Und Magen-Darm-Erkrankungen sind mittlerweile extrem im Vormarsch, weil natürlich, wenn du das Wasser nicht hast, ist ganz einfach, fehlt es, wenn es ausgeschwemmt werden muss. Da kann man natürlich wieder Chemie nehmen. Man könnte aber auch, ich empfehle einfach jedem, unabhängig davon, wenn er Magen-Darm-Probleme hat, trinkt einfach 5-6 Gläser reines Wasser. Leitungswasser trinken und dann schaut mal, wie das mit der Verstopfung dann ausschaut. Einfach trinken. Nicht auf einmal, so auf eine Stunde verteilt, 5-6 Gläser Wasser trinken. Ja, das Gehirn ist halt ein Wasserthema mit 90% Wasser. Und ich habe da hier, genau. Und was ist jetzt, wenn ich meine Blumen, meinen Garten nicht gieße? Was passiert dann mit der Erde? Es gibt Risse. Es macht einen Riss, genau. Trocken, also wieder ganz einfach, ich komme ja vom Land, dass ich sage, okay, dann gibt es einen kleinen Riss. Das Gehirn funktioniert ja aber über sogenannte Synapsen. Das ist der synaptische Spalt über die Synapsen. Und jetzt ist meine verwegene These natürlich, wenn das alles über Synapsen besteht, und diese Risse kommen und die gehen auseinander. Und ich habe hier ein Bild von einem von einem gesunden Gehirn, von einem Demenzgehirn, Dementen, und ich habe den Wassermangel. Kann es sein, dass diese Synapsen so weit auseinander gehen, dass diese Neurotransmitter nicht mehr funktionieren, dass einfach diese, so wie beim Auto, wenn ich eine Fernbedienung auf 5 Meter geht die. Wenn ich aber 50 Meter die Fernbedienung habe, dann schaltet es nicht mehr. Und dann sagt man halt, wenn die Leute alt werden, okay, die Synapsen schalten nicht mehr. Das ist ja auch wieder ein ganz komplexes Thema, aber das Gehirn funktioniert so. Also sage ich, wenn diese Synapsen so weit auseinander sind, schalten sie nicht mehr. Das heißt, der Kontakt, die Informationsübertragung findet nicht statt. Gleichzeitig öffnet sich diese Spalte und da kommen natürlich auch Dinge rein, die nicht rein sollten. Aluminium oder die Dinge, die natürlich für Demenz und Alzheimer sehr gravierend sind. Aber bei kleinen Kindern kann das nicht passieren. Das ist kompakt, das ist gut geschwemmt. Aber da trocknest du aus und dann sagt man halt die Leute, ja gut, der schaltet halt nicht mehr so, der braucht länger,
Aber es ist in meinen Augen hat sehr viel mit Wasser zu tun. Ja. Das ist zu wenig Wasser, unqualitativ schlechtes Wasser. Das ist halt einfach, jetzt ist unser Kegel nach oben gegangen. Okay? Also es arbeitet. Ja. Lebendes Wasser. Und da sieht man es wieder, weil ich sage, die Gesetze der Schwerkraft sind aufgehoben bei gutem Wasser, weil es halt gleichmäßig aufnimmt. Verteilt ist. Gleichmäßig verteilt. Ja. Das ist der Unterschied. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das okay, heißt, wir ist es jetzt so schwer, das sind die Dendriten, dass das alles so zusammenhängen kann. Ich darf ja keine Gesundheit, nur ich stelle es halt fest bei meinen Leuten. Die Rückmeldungen sind brutal. Dass das Thema Wasser eine Bedeutung im gesundheitlichen Bereich hat, ich glaube, das ist eher unstrittig. Und insofern geht es ja hier nicht um Heilversprechen, sondern einfach um die Information, welche Bedeutung das letztendlich hat für uns. Ich beziehe mich nur auf meine Kundenaussagen, was die mir berichten. Dann forsche ich nach, kaufe mir Literatur, gehe natürlich sehr viel ins Netz. Und wenn man die großen Wasserforscher anschaut, wie Schauberger, Reich und so, was die erzählen und was du da findest in der Literatur, es ist atemberaubend. Und wenn du Schauberger und Reich ansprichst und vorhin den Nobelpreisträger von 1903, sind das ja Erkenntnisse, die schon... Ja, Otto von Warburg, genau. Die sind ja dann schon 100 Jahre alt. Ja, aber der alt, ne? 1993 Peter Agree, Aquaporine, Zellverfügbarkeit von Stoffen, ist schon spannend, aber es interessiert wenig. Ja. Was interessant sind auch diese Geschichten mit Emoto. Dem habe ich 2008 schon unsere Wassermoleküle gezeigt. Und da war er sehr erstaunt, wie wir das Wasser sogar ohne energetische Beeinflussung so machen können. Das haben wir da drüben. Die Fotos, die du da bei Wasser hast aufnehmen können, die du getestet hast. Ja. Da sind auch richtig hochpreisige Mineralwasser dabei, die also von der Qualität her mittelmäßig nur abschneiden. Der Versuchaufbau läuft immer so. Es wird Wasser nach dem Verfahren von Emoto bei 22 Grad eingefroren, kommt unter das Mikroskop. Ja. Und dann fotografiere ich die Wasserkristalle. Das war ein Versuch, wo er geschrieben hat, Meidertwasser, wo ich das mit dem Wirbel mal getestet habe. Hm. Ich habe da hinten den Wirbler mal genommen und habe gesagt, mach Wasser und lass es verwirbeln und schau mal, was für ein Kristall rauskommt. Also das war sehr beeindruckend. Und dann habe ich zum Beispiel das Leitungswasser testen lassen. Das ist also jetzt hier unser Münchner Leitungswasser, wo ich sehe von diesem 104 Grad Wassermolekül, da sehe ich hier, da ist noch ein Touch da. Darum ist das Münchner Wasser nicht so schlecht, weil ich glaube, von der Energie her hat es schon noch ein bisschen was. Aber ansonsten ist es relativ tot. Ich habe hier mal ionisiertes Wasser testen lassen. Dann habe ich hier ein sehr Wasser, wo also spektakuläres, gutes Marketing hat, wo viel in Bioläden verkauft wird. Und hier habe ich so ein ganz berühmtes italienisches Nobelwasser, Mineralwasser, wo ich sage, okay, da ist mit Wasserstruktur hat das nichts mehr zu tun. Und das ist halt jetzt mal einfach der Gegensatz, dass ich sage, das ist das Wasser, wie wir es da haben. Das ist schon gravierend. Das wird hier teuer verkauft und so sollte es eigentlich aussehen. Und eine lustige Anekdote ist eben das Jahr 2008. Da habe ich den Emoto getroffen und da sieht man, wie er also völlig skeptisch schaut, denn das Wasser ist in einem Urinprobenbecher aus der Apotheke gewesen. Ich schicke das einfach mit der Post in die Schweiz zum Ernst Braun, der fotografiert das und der weiß nur, da steht drauf A, B, C oder D. Der hat keine Ahnung und dann kommen eben diese Bilder raus und das war jetzt, sagen wir mal, unserem guten Meister Emoto, den habe ich letztes Jahr wieder getroffen, der wollte einmal hierher kommen, haben vielleicht nicht so ganz gepasst, dass das sogar ohne, das Wasser hat so eine Energie, dass du gar kein Gewebe brauchst oder sowas. Ja. Aber das hat funktioniert. Ja. Und das funktioniert immer. Und das sind halt meine Wassertests, auch mit diversen anderen. Da sieht man zum Beispiel Wasserbelebung, das war mit Bergkristall, wo du siehst, es tut sich was, aber es reicht nicht ganz. Und das Wasser soll einfach für jeden sein. Ich sage einfach für einen, der Zimmerer, der mal flucht, der muss auch gutes Wasser haben. Darum muss einfach das Wasser von der Grundsubstanz her so gut beieinander sein, dass die Kraft da ist. Alles klar. Und jetzt kommen wir nach dem, was wir hier auch zum Teil an wenig appetitlichen Dingen gesehen haben, zu dem Bereich der Lösungen. Jetzt hast du dich mit dem Thema Wasserfilter und Wasserfiltern befasst und wir werfen jetzt erstmal einen Blick in dein Wasserfiltermuseum und schauen uns das mal ein bisschen an, was da an unterschiedlichen Ansätzen. Da werden wir auch sehen, dass da zum Teil irrsinnige
Preisspannen aufgerufen werden, wo du nur sagst, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, dass du also Tausende von Euro ausgeben musst für eine Lösung, die dann nachher auch nur ja, vielleicht ganz nett ist. Ja, ich habe da nicht so viele Freunde, aber ja. Ich habe den Motto, wer die Wahrheit sagt, hat nie viele Folge Freunde. Folge dem, der die Wahrheit sucht, ja. Aber meide den, der sie gefunden hat. Ja. Also es geht ja immer weiter, das ist ja nicht ganz zu Ende und da habe ich nicht so viele Freunde, weil wenn du halt eine Anlage für 2.700 Euro verkaufst und dann findest du die für 80 Euro in Taiwan fertig verpackt, dann wird es unangenehm natürlich und dann musst du halt wieder gehen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich das Wissen plötzlich habe, sondern das ist eine lange Wanderung und am Ende bin ich eigentlich ziemlich allein geblieben. Wir schauen uns das einfach mal an. Tja, das ist ja eindrucksvoll hier. Ich habe schon meinen ganzen Lastwagen weggeschmissen von lauter Wasserfilteranlagen und Wassermaschinen. Und dann ist mir die Idee gekommen, Mensch, sammel die doch mal. Das glaubt da ja kein Mensch, wie verrückt du bist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die verschiedenen Modelle so zu sammeln und die Eigenheiten da einfach mal festzuhalten. Ja. Und dabei kommst du natürlich auf den Punkt, dass Wasserfilter nicht gleich Wasserfilter ist. Und Wasserfilter ist brandgefährlich. Ich sage dir nur ein Beispiel. Okay. Eines Abends, 23.45 Uhr, Samstagabend, kriege ich einen wunderbaren Anruf. Erich, komm zu mir. Naja, was war? Ich habe eine Wasserfilteranlage eingebaut gehabt, aber plötzlich sehe ich hier einen Haarriss. Dieser Haarriss bei 4 Bar Druck führt natürlich zu einer massiven Überschwemmung. Was noch schlimmer war bei unserem Techniker, der hatte auch eine Anlage, schaut auch wieder dasselbe Filter, aber sieh an, es bricht plötzlich sogar. Bricht es weg. Das ist nämlich geklebt, das sieht der Laie überhaupt nicht. Ja. Da gibt es dann verschiedene Filtertypen und so ist das Ganze halt natürlich nicht unproblematisch. Hier haben wir 2 Dichtungsringe, da ist nur einer und die werden halt zusammengeschraubt, gequetscht, müssen geölt werden. Also das ist eher ein bisschen der antiquierte Filtertyp. Genauso ist es relativ abenteuerlich hier bei der Mineralisierungsgeschichte. Ich habe hier 4 verschiedene Sorten von Mineralisierung, wo ich so einmal mit Silber agiere, dann mit Turmalin oder mit Calcium. Oder das ist eigentlich nur ganz lustiger, der schreibt also 20 lebenswichtige Mineralien und Spurenelemente werden hier fein aufeinander abgestimmt. Ja genau, und dabei ist es eher eine Sache für den Winterdienst. Das habe ich nämlich genau im November mal bekommen, die Mineralien. Ja. Und so ist da jetzt eine bunte Vielfalt anzutreffen. Aber du hast jetzt hier auch ein Beispiel, wo das wirklich als besonderen Vorteil angeboten wird. Diese 20 hochwertige Mineralien und Spurenelemente optimal aufeinander abgestimmt. Das ist der Werbetext. Das ist der Werbetext. Und genauso ist natürlich dann bei den Wasserfilteranlagen, die grundsätzlich zum Teil also gut funktionieren, wenn du natürlich ein technisches Problem hast. Dann hast bist du die aufgeschmissen? Komplett aufgeschmissen. Und man muss ja sagen, die Vertriebe, die gibt es eigentlich erst nicht lange. Das sind Direktvertriebe, die zwar 20 Jahre Erfahrung vorgaukeln, aber meistens waren es dann schon eher im Staubsaugerbereich unterwegs. Oder hier eine Anlage, wo ich sage, okay, da steht halt dann drauf, made for Sri Lanka. Und die findest du dann aber in Deutschland, weil der Laie halt überhaupt keine Chance hat, das zu sehen. Ja. Oder hier sind die Filter, da haben wir mal so eine Anlage hier auseinandergenommen, wo man sieht, auch eine Kompaktanlage, die kostet 2.000 Euro und ist wirklich hochwertig, die kostet vielleicht 200. Wenn du aber aufmachst, siehst du Filterhaltbarkeit 2 bis 3 Monate und wenn du das aufmachst, ist es auch noch mit Plastik und geklebt. Ja, ja. Also billig, es ist schon relativ genauso. Hier haben wir Blockfilter, Aktivkohle-Blockfilter, die sind natürlich verpresst und eine ganz andere Qualität als Schüttfilter, wo natürlich Keime und Bakterien wieder Einzug halten. Ja, ja. Und der Preisunterschied, wenn du sagst, du siehst hier Dinge, die relativ ähnlich miteinander vergleichbar sind von der zur Frage der Vertriebsform. Ja. Ob du über einen Strukturvertrieb gehst, wo du oder in Asien direkt kaufst. 60% mindestens Vertriebskosten, dann muss die Maschine gekauft werden, das Unternehmen muss auch laufen, der Druck ist natürlich groß. Ja. Und was halt da in meinen Augen schon verwerflich ist, dass dann natürlich die Häuser abgeklappert werden, mit Elektrolyse das Wasser schlecht gemacht wird, noch schlechter als eh schon ist, und mit Angstprinzip gejagt wird. Oder eine schöne Geschichte noch sind zum Beispiel das Thema Edelstahl, Tanks, wo ich gesagt habe, wow, alles hochwertig in Edelstahl. Aber was du nicht weißt, dass du im Weg stehst, nämlich hier hinten ist der Edelstahl mal aufgeschnitten. Also. Am Ende ist eine Gummiblase drin und du hast in jeder Filteranlage die Verkeimungsproblematik. Darum kannst du nur mit Keimsperren arbeiten und mit einem Wasserstopp. Weil der Wasserstopp natürlich jede Leckage dann sofort beendet. Oder hier haben wir wieder einen
am Tank. Ja gut, da kannst hoffen und bangen, dass das irgendwann, du musst es desinfizieren, trotzdem brauchst du am Ende eine Keimsperre. Ja. Also Vielfalt statt Einfalt, aber der Laie, der Kunde, der Konsument kann hat durchblicken. Keine Chance, das zu durchblicken, weil auch die Einfachfilter dasselbe sagen wie die Leute mit wirklich hochwertigen Filteranlagen. Also riesige Qualitätsunterschiede, riesige Kostenunterschiede, ja. Also gigantische Dimensionen. Es gibt keine Regularien. Und so wie der Konsument kaum weiß, dass zwischen Mineralwasser und Leitungswasser ein himmelweiter Unterschied ist in der Gesetzgebung, so weiß er auch nicht, dass die Wasserfilteranlagen einfach sehr verschieden sind und dass Preis, wenn der Mensch sich nicht auskennt, sagt er ja, teuer ist gut. Bei Wasserfilter trifft es nicht zu. Okay, eindrucksvoll und wahrscheinlich wächst deine Sammlung regelmäßig. Ich bin halt weltweit unterwegs. Weltweit suche ich mir die raus, fahre da immer hin und ich schaue mir die Hersteller halt selber an, weil dann spürst du schon, wer dahinter steckt. Naja, und man sieht auch, dass du die Dinge mal auseinander nimmst, dass man einfach mal wirklich auch reingucken kann, was das für ein Zeug taugt. Hier habe ich zum Beispiel eine Keimsperre, die sind ja extrem wichtig, nur sind die hier nicht richtig verhakt. Das heißt, du baust die ein und durch den Wasserdruck, das geht halt runter und irgendwann verblockt die und dann geht kein Wasser mehr durch. Und das musst du halt wissen, dass auch da qualitative Unterschiede sind. Ja. Wenn du hier nicht so eine Art Widerhaken einbaust, dann drückt sich das halt irgendwann zusammen, bei aller Notwendigkeit. Und das ist halt billig und günstig und preiswert ist halt einfach ein Unterschied. Alles klar. Okay, vielen Dank. Dann gehen wir wieder rauf. Das war jetzt beeindruckend, was es da so alles in deinem Museum zu finden ist. Jetzt lass uns einfach zum Abschluss die aus all den Erkenntnissen, den medizinischen Erkenntnissen, den Testergebnissen bei dir gewonnene und gefundene Lösung anschauen. Also eigentlich das, was jetzt hier hinter uns steht. Genau. Da, also Nummer eins ist, man braucht einen guten Wasserfilter. Es geht nur über eine Umkehrosmoseanlage. Umkehrosmose ist unabdingbar, denn die Umkehrosmose selber würde ich ja nicht trinken. Das Wasser ist tot, energetisch tot, hat einen schlechten pH-Wert, das heißt, es ist zu sauer. Viele Leute, die Umkehrosmoseanlagen kommen, so nach 3-4 Jahren, die hören alle auf zu trinken, weil es ist schon sehr aggressiv. Ja. Der pH-Wert ist auf 5,5. Es schmeckt auch so ein bisschen also stumpf. Aber die Osmoseanlage brauchst du einfach, um den ganzen Dreck rauszufiltern. Und dann brauchst du verschiedene Filterstufen. Der zweite ist mit einem Carbonblockfilter und der dritte ist hier diese Membrane. Da geht das Wasser hier durch, das ist das kleine Löchlein. Und dann wird es halt hier durch verschiedene Stoffe nochmal extrem gefiltert. Und was man nie vergessen darf, jede Wasserfilteranlage verkeimt. Jede. Auch die sogenannten Direct Flows, die sagen, ja, das Wasser wird ja nicht, aber das Wasser steht. Wasser ist wie der Mensch. Wenn der Mensch steht, wenn du 3 Wochen im Krankenhaus bist, dann verlierst du alle Kraft, alle Vitalität. Ja. Und wir müssen aber aufpassen, stehendes Wasser hat immer Viren und Bakterien zur Folge. Das heißt, hier muss das Wasser auch durch. Das ist der feinste Filter, das ist eine sogenannte Keimsperre. Weil wenn das Wasser irgendwo kurz vor der Entnahmestelle ein paar Tage steht, du hast 25 Grad Umgebungstemperatur, dann explodieren die Keime. Und darum musst du immer mit der Keimsperre arbeiten. Also Nummer eins, Umkehrosmose, eine gute, hochqualitative Umkehrosmoseanlage mit einem guten Filter. Da gibt es halt solche Lösungen mit einem Schnellverschluss. Das heißt, der Filter ist so, du wechselst es und wirfst es nach einem Jahr voller Dankbarkeit weg. Du kannst es auch gut gerne aufschneiden, dann sieht man mal, was da eigentlich was so drin war, was wir ja oft machen. Du hast nach dieser Filterung und nach der Osmose, hast du ein Wasser, das vielleicht auch wichtig ist, was zum Verzehr nicht geeignet ist, wo es dann weitergeht. Ja. Das ist eben die Stufe 1. Das ist insofern wichtig, als dass man eben jetzt sich darüber im Klaren sein muss, dass damit das Problem nicht gelöst ist, sondern dass es eben erst der erste Schritt ist. Das Schlimmste ist mal verhindert. Also das Wasser ist wenigstens rein. Viele Leute haben da sehr viele Erfolge damit, die ersten Jahre vor allem, weil es natürlich durch diese hohe Aggressivität auch dem Körper im Bindegewebe sehr viel entzieht. Auf Dauer ist es aber für die Zellen nicht gut, weil es auch den Zellen die Mineralien und Mineralstoffe entzieht. Also darum ist es einfach am Anfang Wunderwirkung. Gerade bei Kalkschultern würde ich das auch empfehlen, weil einfach da durch diese Aggressivität sehr viel da ist. Schritt 2 ist
die Wiederbelebung, die Wasserbelebung. Und da arbeiten wir eben mit Orgonstrahlern nach Wilhelm Reich, Schauberger und Lakowski. Das ja, sind die also drei. Auch ein ganz altes Wissen. Ja. Und wenn man sich da oben das anschaut, sind das ja Bilder, die wir gut kennen von unserem lieben Kollegen und Freund Majid Abdelaziz. Genau, er ist auch öfters hier. Im Bereich Wüstenbegrünung da schon sehr erfolgreich und sehr tolle Sachen geleistet hat. Ja, und das ist halt ein Verfahren, da oben ist der, den kann ich ja schnell holen. Ja, ja. Dann ich passe das schon auf. Dann sieht man hier, also wir haben als Grundlage die Orgonstrahler. Und die werden alle in Deutschland handgefertigt gemacht. Also das ist kein so billiger Spaß, sondern über Wasserbelebung gibt es ja auch wieder 1000 Leute, die da viel mit Berechtigung. Es gibt ja ganz gute Wasserbeleber. Das Drama ist eigentlich in meinen Augen, dass alle nur sagen, okay, Umkehrosmose ist gut oder nur die Energetisierer. Aber es gibt drei Stufen, wie in der Natur. Ja. Drei Stufen. Also hier ist so eine Energiespule, da läuft das Wasser hier durch, das kommt da so rein. Also es ist maßgefertigt, da geht es nicht durch, so ist es drinnen. Ja. Und dann, wenn ich dies aufschraube, dann sehe ich natürlich hier innen und das kommt einem jetzt Orgonstrahler, Lakowski-Spule. Ja. Und auf der anderen Seite auch noch genau die Anordnung von Wilhelm Reich. Noch mehr kleiner Orgonstrahler und die biologische Baumwolle und alles, was halt Wilhelm Reich propagiert hat, das wird da reingebracht. Heißt, nach dem Filter kommt die Belebung mit diesem wirklich alten Wissen der drei Größen in dem Bereich. Ja, und das ist hochwirksam. Also ich mache oft den Versuch, wenn Damen sind ja oft sehr empfindlich, dann nehme ich den Orgonstrahler. Jetzt sage ich es mal ganz, wenn ich ganz gemein bin und mich nervt jemand, dann richte ich den Orgonstrahler ein bisschen auf denjenigen und plötzlich kriegen sie Atemnot und so. Ja, ab und zu ein bisschen Spaß muss schon sein. Also, aber ich merke, das wirkt definitiv. Ja, ja. Und damit, die nimmst du her für die Herstellung von homöopathischen Heilmitteln. Ja. Und das ist jetzt wirklich, es ist hochpräzise Arbeit und ich kann auch genau den Unterschied definieren zu anderen Orgonstrahlern. Da gibt es ja auch wieder viele am Markt, die sich da tummeln. Aber das ist komplett wichtig, ist nachvollziehbar, prüfbar, kein esoterischer Hokuspokus, sondern das funktioniert. Und das ist jetzt Bestandteil deines Systems? Schritt 2, Wasserbelebung. Das heißt, diese Wasserkristalle, wie wir sie hier sehen, die entstehen da. Also einer schöner wie das andere und so wird das Wasser energetisiert. Das ist eigentlich das, was die meisten schon oft machen mit dem oder jenem. Die dritte Stufe ist die Wiederbelebung. Und die Wiederbelebung ist halt, das war ursprünglich dieser Wirbler hier. Da bin ich mal drauf gekommen. Da sehe ich hier, wie sich das Wasser verwirbelt. Und interessant ist natürlich der ganzheitliche Zusammenhang zwischen der Doppelhelix der DNA, dem Horn der Kudu-Antilope, der Galaxie, auch noch natürlich vom goldenen Schnitt. Und hier haben wir die Lösung für das ganze Haus. Das ist genau dasselbe Aufbau, Reich, Schauberger, Lakowski, die Verwirbelung vor allem. Man baut dieses Teil einmalig ins Hauswasser, hinter die Wasseruhr ein. Dann wird das Wasser verwirbelt, wiederbelebt, regeneriert, energetisiert und der Kalk wandelt sich. In der Natur gibt es keine Kalkbäche. Du hast noch nie in der Natur einen Kalkbach gesehen. Das stimmt. Du, so viel Kalk, plötzlich im Haushalt ist er drin. Ja, genau. Wir wandeln den Kalk, wir verändern die Molekularstruktur des Kalkes und dadurch setzt er sich nicht mehr an. Er mulcht und ist dann ganz leicht auszuwaschen. Ja. Nachteil für viele, wartungs- und verschleißfrei. Also für den Kunden nicht, aber man baut es einmal rein. Ja, ich verstehe das schon. Aber es hält es. Das ist natürlich in der Tat immer das Problem. Und das können wir jetzt dann hier sehen. Dann lass es einfach mal laufen. So läuft es. Ja. Geht hier durch, das ist breiter, wird schmäler, das verjüngt sich. Mhm. Und hier habe ich diese Kraft, hier habe ich die Verwirbelung und dadurch ändere ich die Struktur. Natürlich sind in der Mitte noch Magneten drin und vieles, aber es ist wirklich eine geballte Ladung von Energie und das setzt sich fort und ändert die Struktur vom Kalk. Und du hast dann energetisiertes Wasser. So, der Effekt ist natürlich für die Hauswasserleitung, dass sich der Kalk und die Ablagerungen sanft lösen. Ja. Wartungsverschleißfrei und der Kalk und die ganzen anderen Feststoffe lösen sich sanft durch diese hohe Wasserbelebung, in der einfach alles drin ist. Und das, was wir hier gehört haben, ist natürlich etwas, was du nicht als quasi Geräusch im Haus hörst, sondern das ist jetzt das Modell, was einfach den Ton gibt. Das ist das Modell mit Motorbetrieben, genau. Ja, ist komplett geräuschlos. Und das geht für Einfamilien, Mehrfamilienhaus? Ja,
Das ist verschiedene Größen. Ja. Einfamilienhaus, 3/4 Zoll, 1 Zoll bis zu 2,5, 3 Zoll. Ja. Also auch, wir haben es in München in Hauswasser, in Wohnanlagen mit 80 Einheiten. Ja. Im Sendlinger Torplatz, 6 Stockwerke hoch, geht das genauso. Dann hast du das ordentliche Wasser gleich im ganzen Haus. Genau, dann ist energetisiert. Ganz gut ist es der Effekt zum Baden, da wird man nicht mehr so müde oder kaputt. Und man hat halt belebtes Wasser. Trinken würde ich es auf keinen Fall, weil natürlich auch die ganze Brühe ein bisschen belebt ist. Also das gute Wasser, Entschuldigung. Ja. Der Schnitt von der Heiligen Geometrie. Was nochmal, das ist ein schönes Bild. So, und das. Und so entsteht das Leben. Ja. Die Doppelhelix der DNA, es hat alles genau diese Verlaufsform. Und auch der goldene Schnitt in der Heiligen Geometrie. Und da könntest du vielleicht das da hinten noch schnell her, und der Mixer. Da hatte ich auch also relativ spektakuläre Erfolge bei Dunkelfeldmikroskopiebildern, dass die waren so heftig, die will ich jetzt nicht zeigen, wo du auch hier das Wasser beleben kannst. Also bei ganz schweren Indikationen. Ja, wo einfach dieses lebendige Wasser. Schau zum Beispiel den Krimmler Wasserfall in Krimmel in Österreich. Da sitzen die ganzen Lungenkranken, die sitzen davor, vor diesen Wasserfällen. Das ist der Europas größter Wasserfall. Ja. Was tun die? Die inhalieren nur. Warum? Weil sie kleine Wassercluster haben. Und je kleiner die Cluster, umso besser geht es natürlich in die Bronchien rein. Und dann atmen die das und haben unheimliche Erfolge. Richtige Kuren machen das. Und ich habe das Wasser in Krimmel gemessen. 25 Kilometer, keine Verschlechterung. Weil das Wasser reinigt sich ja wieder selber. Durch den Eintrag von Sauerstoff, durch die Verwirbelung. Und das macht halt das Leben. Aber in der Natur läuft es über Steine drüber. Viele Leute energetisieren das mit Bergkristall, Amethyst, Turmalin, Quarzen. Und die Remineralisierung im Sinne der Spagyrik brauche ich einfach über Mineralisierung. Ein schwach mineralisiertes Wasser ist zellverfügbar. Es geht ausschließlich um den pH-Wert. Wenn ich den in einen Bereich bekomme, der zellverfügbar ist, 6,8 bis 7,6 in dem Bereich. Und das kriege ich her, wenn ich das Wasser. Wir haben hier einen Alchimator, vom Alchemisten, den Wort, haben wir erfunden und schützen lassen. Hier ist ein Mineralisierungsring drin. Dieser Mineralisierung hat gewisse Mineralien und Spurenelemente drin, ausschließlich um den pH-Wert in diesen zellverfügbaren Bereich zu kommen. Dann schmeckt das Wasser auch komplett anders als aus Osmose. Ich schalte da nur drauf und ich habe mir das bauen lassen. Ich kann das 2, 4, 6 oder 8 Minuten verwirbeln. Und zum Vorführen schalte ich das dann einfach ein. Der ist jetzt auf 2 Minuten programmiert. Unten ist so eine Scheibe, das ist ein Patent. Und dann sehe ich hier, dahinter ist noch Infrarotstrahlen. Aber ich belebe das Wasser, habe einen Sauerstoffeintrag und mache so wieder ein lebendiges, zellverfügbares, reines Wasser, das in der Zelle bleibt. Osmosewasser geht viel außerhalb der Zelle, nimmt viel vom Bindegewebe, aber ich muss das Wasser auch so machen, dass es zellverfügbar ist, dass die Zelle wieder lebt. Und Alexis Carrel hat den Nobelpreis dafür bekommen, weil er nachgewiesen hat, die Zelle ist unsterblich. Er hat ein Hühnerei, die Zelle eines Hühnereis, hat er 34 Jahre am Leben gehalten. Die Zelle ist nur dann gestorben, als er im Urlaub war. Die Assistentin hat die falsche Nährflüssigkeit gegeben. Und das ist alles eine Frage der Flüssigkeit. Hat der Professor Vassau gemacht. Ja. Da gibt es ein gutes Messsystem, die bioelektrische Impedanzanalyse. Blut, Speichel, Urin, weil wir sind ja alles Wasserwesen. Und jetzt stell dir vor, im Herbst zum Beispiel, sieht man das nochmal, wie das jetzt belebt wird. Jetzt wachsen in Bayern die Schwammerl. Die Pilze. Ja, die Pilze, genau. Es braucht alles ein gewisses Milieu. Und das ist die Lehre von Vassau. Blut, Speichel, Urin, daran kannst du Lebensmittel und die Stoffe testen. Und es ist alles nur eine Frage eben des Milieus. Und so musst du schauen, dass das Wasser einfach die Zelle gut versorgt und das Bindegewebe sauber macht. Und dann hast du einfach Wasser. Und die Folge ist eigentlich, die Leute bei mir trinken das Doppelte, das Dreifache, was natürlich sehr gut ist. Es würde anderes Wasser auch oft gut sein, schon mehr zu trinken, nur man lehnt es halt intuitiv ab. Und dann hast du die Zelle sauber, das Bindegewebe. Und es geht in die Zelle, das heißt, du musst... Es ist definitiv zellverfügbar. Du hast also gar nicht so sehr das Problem, also klar musst du irgendwann auch mal zur Toilette, aber nicht in der Frequenz, als wenn du schlechtes Wasser tränkest. Also ich habe einen ganz guten Fall, eine Frau, die hatte einen Verkehrsunfall, war 6 Monate im Koma und... Die hat dann das Wasser bekommen, sie hatte Blut- und Leberwerte dramatisch erhöht. Ja. Und dann hatte sie Wasser in den Beinen, dann bringt ihr Mann eine Wasseranlage von mir mit und die hat dann zu mir wörtlich gesagt, nach einem halben Jahr habe ich es mal kennengelernt, da hätte ich dich verfluchen können.
weil die ist die ersten 4 Wochen nicht von der Toilette gekommen, weil das Wasser einfach so ja. rein war und aggressiv. Dann ging sie 5 Monate später zur Kur in ein sogenanntes Bad. Eingangswerte waren ohne Befund. Nach 5 Wochen Reha, Blut- und Leberwerte dramatisch erhöht, Wasser in den Beinen. Nach der Reha, großartig. Weil sie halt ein anderes Wasser hat. Dann hat sie gesagt, nee, lass mich nur heim zum Wasser, dann geht das ja, wieder. Ja, großartig. Das war also mal der Teil 1, ja. aber der Teil 2 ist einfach, dass du das Wasser, und darum geht es nur mit dieser Verwirbelung, Remineralisierung, dass du das Wasser so lebendig wieder machst, dass es in der Zelle geht. Ja, und dann hast du halt ein großes Problem. Also ich habe meine Medikamente 2007, maximale Haltbarkeit, komplett entsorgt. Ich trinke ja. ehrlich gesagt jetzt zur Wiesnzeit zwischen 4 und 7 Maß Bier. Also das sage ich ganz offen, ich mag das gern. Aber ich bin am nächsten Tag topfit, weil natürlich das reine Wasser wieder entgiftet. Das heißt, du hast auch dann, selbst nach der 7. Maß, wenn du dann anschließend noch ein anständiges Volumen an Wasser trinkst, auch am nächsten Tag keinen Kopf. Nein, das ist unglaublich. Und ja. das berichten mir immer viele. Also ich mache die Härtetests. Immer an mir und mit unseren Sportlern natürlich. Ich kann mir die bei 7 Maß und Härtetest schon richtig vorstellen. Ja, das ist schon ein hartes Los. Triathlon, Straubing, Rosenheim und die Wiesn bis jetzt wieder. Also, weil das Leben ist natürlich lebenswert. Und viele Leute kaufen sich zum Beispiel einen Wasserfilter nur für den Urlaub. Das würde ich nicht empfehlen. Die sollen sich ein gutes Messgerät kaufen. Und zur Not destilliertes Wasser trinken und Alchimata dazu. Das tut es wunderbar. Und ja, Wein und, okay. und also man muss nicht... Der Kopf ist schon auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich schaue immer noch interessiert auf unsere Lösung hier. Und da sieht man halt einfach gesättigte Lösung. Und das wollte ich zeigen. Es hebt die Gesetze der Schwerkraft sogar auf. Und das ist eigentlich die schöne Botschaft. Und lieber Erich, ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, diese 3-Stufen-Antwort, das ist das, was zum Schluss sehr deutlich wurde, dass man sich nicht konzentrieren kann auf eben nur das Beleben oder nur das Filtern, sodass es eben wichtig ist, diesen Dreitakt vorzunehmen, um dann etwas zu haben, was dann wirklich wieder den Begriff verdient, Lebensmittel. Ja, das lebt wieder und noch zum Schluss zu sagen, dazu gekommen bin ich oder nur energetisieren, da wird ja viel verbreitet. Ich sage dann einfach, tu ein bisschen Abführmittel rein und dann tu es beleben und dann trinkst du es einfach. Also es ist mir zu wenig und nur die anderen Geschichten auch. Und letztendlich gebe ich die Preise, die wir auch machen, sind deshalb so machbar, weil wir gehen nur über Empfehlungen, 95%, naja, jetzt sind es 70-80% nur noch kommen über Empfehlungen. Der Rest kommt über Internet. Über Internet inseriere ich und publiziere ich und da kommen ganz viele kritische Leute, die mich da auch wieder ein Stück weiterbringen. Und darum bin ich sehr dankbar für dieses Forum, das ich bekomme, weil das gefällt mir natürlich. Okay. Ganz herzliches Dankeschön. Wichtiger Beitrag zur Aufklärung der Bedeutung beim Thema Wasser und auch, was ich auch sehr schön finde, eben eine ganz konkrete Lösung. Nicht nur, wir haben uns nicht nur hier verkalkte Rohre aus München angeschaut oder ob was immer da drin ist, verdreckte und zugesetzte Rohre. Wahrscheinlich sieht es in anderen Städten genauso oder noch schlimmer aus, sondern wir haben hier auch eine Lösung für die eigene Gesundheit und das ist eigentlich schön und wichtig. Ja. Ganz herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, www.mrwater.eu ist die Internetseite von Erich Meidert, wo man weitere Informationen bekommen kann. Und wie immer auch zum Abschluss noch ein paar Literaturhinweise. Wir haben einige ganz große Autoren wie Schauberger und Reich schon angesprochen, aber auch zum Abschluss eben einfach noch ein paar Literaturhinweise für weitere Informationen zum Thema Wasser. Wir hatten schon angesprochen, Batman Gelitsch, Wasser, die gesunde Lösung, ein Umlernbuch. Und von dem selben berühmten iranischen Wissenschaftler, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig, Heilung von innen mit Wasser und Salz, ebenfalls von Batman Gelitsch. Dann von dem lieben Kollegen Bernd Senf, die Wiederentdeckung des Lebendigen, Erforschung der Lebensenergie durch Reich, Schauberger und Lakowski. Und dann bleiben wir gleich bei den gerade genannten Autoren, nämlich Georges Lakowski,
das Geheimnis des Lebens, kosmische Wellen und vitale Schwingungen, wie Zellen miteinander reden, mit einer Einführung von Professor Fritz Albert Popp, der die Biophotonik entdeckt und entwickelt hat. Wilhelm Reich, die Entdeckung des Orgons, eine Publikation über Reich haben wir gerade schon gesprochen im Zusammenhang mit dem Orgon, und Viktor Schauberger, das Wesen des Wassers, ein Klassiker, ein ganz alter Klassiker zum Thema Wasser von dem großen Viktor Schauberger. Masaru Emoto, die Antwort des Wassers, eines der vielen schönen Büchlein, die Emoto gemacht hat, und wie immer mit tollen Fotos, eindrucksvollen Fotos, die so eine deutliche Sprache sprechen, dass man da eigentlich kaum noch irgendwas wegdiskutieren kann. Marco Bischoff, auch er ist angesprochen worden, Tachyonen, Orgonenergie und Skalarwellen, feinstoffliche Felder zwischen Mythos und Wissenschaft, auch ein Standardwerk, eine wichtige Publikation im Zusammenhang mit genau dem Thema Wasser und den genannten Themen. Ja, liebe Zuschauer, viele Informationen zum Thema Wasser. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Und ich sage wie immer Tschüss und auf Wiedersehen.